Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Kolloquium, wie immer im Namen des IATs, der FKT Regionalgruppe München und der Bavaria Film, und freue mich ganz herzlich, dass wir heute den Dirk Lüdemann hier bei uns im Haus begrüßen dürfen. Er ist technischer Leiter der DVB Systemplanung und Service beim ARD Playout Center in Potsdam. Und er wird mit uns heute einen Blick hinter die Kulissen des Playout-Centers werfen und wird uns zeigen, dass das Ganze wesentlich mehr ist als nur guter Ton und gutes Bild. Da kommen inzwischen so viele Zusatzdienste auf uns zu, angefangen vom Teletext, aber über IPG-Programmdaten, SI-Daten, HBBTV, Internet, nichtlineare Dienste und all das wird er uns jetzt gleich vorstellen. Kurz noch ein paar Worte zum Herrn Lüdemann. Er ist Diplom-Ingenieur, hat an der Ingenieurhochschule Mittweida studiert, war dann Planungsingenieur bei verschiedenen deutschen Unternehmen im Broadcast-Bereich. Seit 1995 ist er tätig beim RBB, zuerst als Planungsingenieur und seit 1997 als Leiter der DVB Systemplanung und Service, verantwortlich für die Technik im ARD-POC in Potsdam. Bitte einen Applaus für den Herrn Lüdemann. Ja, zunächst erstmal vielen Dank für das Interesse, für Ihr Erscheinen hier, und ich bin natürlich schon sehr, sehr angetan, hier sprechen zu können bei Ihnen hier beim IRT, beim Bayerischen Rundfunk, mit doch einigen Kollegen hier haben wir doch regen Austausch, der sehr, sehr eng und tief ist, weil wir doch über viele Jahre hinweg dort an den verschiedensten Technologien im Fernsehumfeld gearbeitet haben. An einigen Sachen werden wir hier sicherlich wieder vorbeikommen, und wir streifen ja doch eine ganze Menge von Themenfeldern. Dem einen oder anderen, der wird sagen, Mensch, das kenne ich ja, der wird vielleicht ein anderes Themenfeld nicht kennen. Und der Hintergrund auch dieses Vortrages ist, deutlich zu machen, was Fernsehen heutzutage ist. Eben halt nicht nur Bild und Ton und natürlich gutes Bild und guter Ton. Inzwischen ranken sich so viel Zusatzaufwände und Applikationen und Dienste darum, um das auch deutlich zu machen. Und wir hatten im Vorfeld auch gerade nochmal die Thematik besprochen, diese Komplexität, die sich in den letzten Jahren dort aufgetan hat, ist oft eigentlich gar nicht bekannt auf Ebenen, wo natürlich auch über finanzielle Rahmenbedingungen entschieden wird oder wo man anderweitige Entscheidungen macht. Und für uns kommen eben halt auch diese Erläuterungen aus dem Bereich, dass man sagt, ja, nur mit dem Wissen darum weiß man eben halt auch, warum sich Aufwände ergeben und wie wichtig es ist, Services sicher anzubieten und was es eben halt bedeutet, dass die Absicherung eben halt einen sehr hohen Stellenwert haben muss. Aus dem Blickwinkel die Frage in die Runde zunächst, wer ist denn vom IRT hier heute dabei? Ich würde gerne mal so einen Überblick bekommen, wer ist IRT, wer ist BR? Das ist jetzt IRT, okay, also sagen wir gut eine Hälfte. Der Rest dann also Bayerischer Rundfunk. Wenn wir in den Bayerischen Rundfunk jetzt mal schauen, wer ist denn aus dem Bereich Sendeabwicklungstechnik? Ist da jemand dabei? Sendeabwicklung, Schaltraum? Okay. Ist jemand aus der Programmverbreitung dabei? Auch okay, ja, doch schon mehr. Gut, also eher so HF-Technik dann wahrscheinlich auch. Ja. Wer betreut DVB Multiplex-Technik hier bei Ihnen? Okay. Und ist denn jemand aus der Verwaltung dabei, aus den Finanzreihen? Verwaltung, Organisation, ist ja auch ein wichtiger Punkt, ist ja auch ganz wichtig eigentlich zu wissen, was rankt sich um die Technik, was macht eigentlich die Technik da, auch dafür sind ja diese Informationen oftmals wichtig, um einzuschätzen können, wie komplex sind Sachen inzwischen geworden. Okay, dann haben wir einen kurzen Überblick hier an der Stelle, dann würde ich einsteigen, wir haben ja eine gute Stunde Zeit, wollen nachher vielleicht noch ein bisschen die Möglichkeit haben, nochmal zu diskutieren, und wir gehen kurz rein, der Überblick, was wollen wir heute durchgehen. Viele Sachen, gerade am Anfang, Einführung, Überblick über die Begriffe und historische Entwicklung,
stammt eigentlich auch daraus, dass wir natürlich jetzt nicht nur diesen Vortrag halten vor Kolleginnen und Kollegen aus einem IRT, die da natürlich sehr tief auch drin stecken in diesen neuen Programmverwaltungsfragen, sondern eben halt auch einen Überblick geben wollen. Was rankt sich darum an anderer Stelle? Dann gehen wir rein in diese Aufgaben und Themenbandbreite vom ARD Player Center, um dann uns einzelne Bereiche wie Multiplex-Technik, Programminformationen, Senderabwicklungstechnik, Programmdaten und so weiter anzuschauen. Und wir gehen jetzt einfach durch die einzelnen Kapitel, um zum Schluss nochmal eine kleine Auswertung zu machen. Ich habe es versucht auch nochmal so aufzubereiten, dass die wesentlichen Eckwerte hier aus den Folien zu sehen sind und wir im Nachhinein vielleicht auch nochmal die Gelegenheit haben, hinter die Kulissen dann nochmal zu schauen, was darüber hinaus noch wichtig ist. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist ja, das hatten wir gerade vor kurzem bei dem Symposium gehabt, man kann ja wohl analytisch in die Zukunft schauen, wenn man auch in den Rückblick wagt, ja, und sich einen Überblick verschafft, wo steht man. Und wenn wir jetzt hier mal diese Begriffe durchgehen, die jetzt hier scheinen, DVB wird dem einen oder anderen bekannt sein, PSI vielleicht schon weniger, PID ist eine Sache, mit der man im Digitalen zu tun hat, Service-Informationen, auch SI-Daten abgekürzt, Event Information, Application Information Table, dynamische PMTs sind ein Thema, Transportströme sind für die Verbreitung Thema, Bitraten ist ziemlich klar, Video-Audio kommt doch öfter vor im Fernsehen und im Radio, Dolby Digital ist klar, SDHD-Problematik haben wir im letzten Jahr viel mit zu tun gehabt, MPEG-2, verschiedene Komprimierungsverfahren, Programmdaten spielen eine große Rolle beim digitalen Fernsehen, werden wir sehen, Zusatzdienste, klar, Videotexte aber auch, Untertitel, elektronische Programmführer in den digitalen Diensten, aber auch im Internet, IPG, Internet Program Guide, interaktives Fernsehen, ITV, nonlinear spielt immer mehr eine Rolle, Video-on-Demand-Dienste, klar, lineare Verbreitung, Web-Online haben wir da, Mediatheken, Empfangs- und Endgeräte sind sehr wichtig, dass sie sicherlich kompatibel sind. Und so weiter und so fort. Da kommt, wenn man das einfach mal so durchgeht hier, eine ganze Reihe von Begriffen plötzlich zusammen, über die man sich ja, wenn man so einfach Fernsehen guckt, ja sonst gar nicht so viel Gedanken macht. Und das kann ich einfach so fortsetzen über Multimedial, Internet Service Provider, Smart TV, OTT, Over the Top, HBBTV da natürlich ein wichtiger Punkt, den wir da erreicht haben, dank des IRTs, muss man hier wirklich an der Stelle auch immer noch mal betonen. DVB-Untertitel hat die Rundfunkanstalten gerade in der letzten Zeit sehr stark beschäftigt, ist auch eine Sache, die nicht zu vernachlässigen ist. Zweistreifige Verarbeitung, da kommen wir in das Thema rein, Aufwand für HDTV oder filebasierte Prozesse werden wir nachher sehen. High-Effizienz-Codex, H265 und so weiter und so fort. Ich habe da einfach nur mal ein paar Sachen rüber und so eine kleine Cloud hier erzeugt und wir stellen fest, oh, moderne Programmverbreitung, da sind doch ein paar Begriffe, die nicht jeder wahrscheinlich schon mal, mit denen er konfrontiert war. Und hier sind auch garantiert nicht alle drauf. Also wenn ich mal an das Thema filebasierte Prozesse denke, da wird der eine oder andere, der damit zu tun hat, sagen, oh je, da haben wir doch eine ganze Menge mit zu tun gehabt und werden wir vermutlich in der nächsten Zeit auch noch zu tun haben, wenn wir da an File-Kompatibilitäten denken oder an Metadatenaustausch, ist ja ein weites Feld. Wichtig ist doch eigentlich nur dabei, dass Bereitstellung, Aufbereitung und Verbreitung, Empfang und Monitoring bei dieser Vielzahl von Begriffen, von Themenkomplexen ja irgendwo in der Einheit betrachtet werden muss. Wenn man das nicht macht und versucht, das nicht im Zusammenhang zu sehen, dann wird es sehr schwer sein, dass man da hinten hinaus effizient arbeitet, weil viele Sachen sind ja einfach nur dazugekommen, es ist ja nichts weniger geworden. Wir werden uns gleich mal angucken, wo kommen wir denn her aus der Historie von der Verbreitung, von der bisherigen Verbreitung zu der aktuellen Verbreitung und werden feststellen, da sind ja in den letzten Jahren peu à peu, scheibchenweise die Aufwände gestiegen. Und ich glaube, das ist wichtig, um zu betrachten, wie hat sich da der Aufwand entwickelt. Da ist es sicherlich mehr Aufwand geworden. Und wie kann man da rangehen, um den Zusatzaufwand, der sich ohne Frage ergibt, den man auch erkennen kann, zu minimieren. Und dazu ist einfach eine übergreifende Betrachtung absolut notwendig. Gucken wir uns hier an, wo kommen wir her? Klassisch 4:3 Bild und Ton, analoge Verbreitung, erst terrestrisch, dennoch per Satellit dazu in den 80er Jahren. Da gab es dann noch einen Videotext mit der Austastlücke.
eine tolle Erfindung, dass man eben halt ja noch zusätzliche Daten zeitsouverän mit übertragen konnte. Ja, musste man ja so sagen, war ja zeitsouverän. Was ist da heute draus geworden? Wir haben eine digitale Verbreitung, paketorientiert. Das war der Schritt gewesen in den 90er Jahren, dass man plötzlich die Inhalte, Bild und Ton und Zusatzdienste doch sehr gleichwertig vom Übertragungsverfahren her betrachten konnte. Aber man sieht auch schon, da kommt ja plötzlich sehr viel mehr dazu. Da haben wir, klar, wir haben Breitbild, okay, das hat man auch damals noch hinbekommen im Analogen. Wir haben HDTV plötzlich, wir haben Mehrkanalton, Dolby Digital, wir haben eine Simulcast-Übertragung, ja, verschiedenste Sachen. Wir haben auch einen Videotext retten wollen, ist klar, da haben sich viele Leute dran gewöhnt. Das ist ein Dienst, der wird auch in Potsdam mit dem ARD-Text dort abgedeckt. Jede Rundfunkanstalt hat so einen Dienst und der damit zu tun hat, weiß auch, dass das noch viel genutzt wird. Wir haben Programmdaten dazu bekommen. Im Rahmen mit DVB explodierten ja quasi die DVB-Services, also die Services, Fernsehen und Radio, die übertragen wurden. Man braucht eine Übersicht. Da war eben halt die Idee, Programmdaten so zu übertragen, dass man auch eine bessere Übersicht mit einem EPG bekommt. Die mussten ja irgendwo herkommen. Wo kamen die her? Wusste man gar nicht. Da mussten ja irgendwie Leute plötzlich daher sein, die das für die ARD machen. Und es gibt Zusatzdienste, die im Fernsehkanal, im Rundfunkkanal übertragen werden, aber eben halt auch übers Internet mehr und mehr. Da kommen wir nachher noch dazu. Bis hin zur zeitsouveränen angebotenen Video on Demand. Da kann man die verschiedensten Sichtweisen sich jetzt angucken. Das eine ist, wie sind die Übertragungsverfahren, das ist das eine, aber wie wird es dann produziert? Produziert man das jetzt separat völlig, dass man sagt, okay, ich habe eine Anforderung, habe Online-Dienste, Video on Demand. Wenn ich das jetzt abkopple von der bisherigen Produktion, dann werde ich natürlich jemanden zusätzlich bereitstellen. Ich kann aber auch versuchen, das möglichst effizient zu kombinieren in meinen Produktionstechniken oder in meinen Verfahren, die ich habe, um effizient zu arbeiten. Aber eins ist klar, ich muss damit umgehen, weil wir sind ja doch irgendwo auch marktgetrieben. Das sind Technologien, die sind einfach nicht von uns erfunden worden. Die sind im Markt, die werden immer mehr, die breiten sich immer mehr aus. Und es geht ja auch darum, das Fernsehen aktuell modern zu halten, so dass es eben halt ein weiterhin attraktives Medium bleibt. Deshalb bleibt uns gar nichts anders übrig, als hier mit der Technik standzuhalten oder Schritt zu halten. Und mit vernünftigem Bild, Ton und den Diensten, wie sie sonst auch üblich sind, die mit anzubieten. Hier nochmal die Sache im Überblick. Jetzt, um mal nach vorne zu schauen, ganz kurzer Rückblick, wo kamen wir eigentlich her? Das ARD Player Center und Start des digitalen Bouquets der ARD fand zu IFA 1997 statt. Ich glaube, es war ein knappes Jahr, nachdem eben halt damals DF1 hieß es, glaube ich, da mit DVB on Air ging. Was waren denn die Grundlagen, dass man das überhaupt machen konnte? Oder warum? Was war eigentlich der Hintergrund? Die technischen Grundlagen sind in den 90er Jahren damals geschaffen worden. Da war zum einen die Digitalisierung der Video- und Audiosignale im Studiobereich. Viele von Ihnen werden sich da noch dran erinnern können. Da gab es die Begriffe digitale serielle Komponente, auch SDI wurde da verwendet, 270 Megabit pro Sekunde. Da vorher gab es die analoge Komponente. Das waren ja alles schon Sachen, die haben dann schon den ersten Umschwung gebracht. Das hatte aber noch nichts damit zu tun, dass man ja irgendwie die Arbeitsprozesse verändert hat, sondern es waren eigentlich nur neue Signalführungen, die waren höher qualitativ, die Auflösung war auch noch gleich, aber es war digital auf jeden Fall schon. Das, ja, ein wesentlicher Punkt, der dazu kam, warum sich eigentlich die Fernseh- und Rundfunkkanäle so ausgedehnt haben, war plötzlich, dass man mit Sendeautomation arbeiten konnte. Ich weiß nicht, ob sich noch der eine oder andere an die Anfang der 90er Jahre erinnert hat, wie so eine Sendeabwicklung da früher aussah. Das war so eine Art kleine Mini-Regie. Da waren zwei Matz-Player drin, da war so ein handbetriebener Sendeablaufmischer. Da haben drei Personen ungefähr den halben Tag vor der Tür gestanden und haben dann gewartet, bis die Kassette, die Sendung durchgelaufen war, um dann den Regler rumzuziehen. Und dann nachts kam dann ein Testbild. Und wer dann sehr gut war, der hatte dann irgendwann auch ein Aquarium in der Nacht. Man wollte ja dann irgendwie die schöne Sendezeit, die Übertragungskapazität hatte man ja gekauft und jetzt wollte man da nachts ein Programm senden. Schwierig, man wollte ja nicht da diese drei Leute ständig vor Ort haben, die den Regler mal alle Stunde rumziehen.
Was machte man da? Und da kann ich mich noch gut erinnern, es muss so ungefähr um 93 gewesen sein, da kam Pioneer mit einem Bildplattenplayer heraus. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Pioneer Bildplattenplayer, der hatte ungefähr so 20 Minuten Aufzeichnungskapazität und er hatte die tolle Möglichkeit, wie so eine Disc, dass er einfach nach dem Ablaufen, was auf der Platte war, wieder von vorne anfing. Und der OAB damals, für den ich damals zu tun hatte, der hatte sich so eine Sache besorgt und da kam der Intendant auf die Idee, so ein Aquarium abzufilmen. Ja? Und da war dieses Aquarium geboren, was da in der Nacht lief. Und wie gesagt, die Bildplatte alle 20 Minuten es wiederholte. Und es war so neu, dass sich da Zuschauer gemeldet haben und die haben sich das Aquarium da nachts angeschaut. Und dann gab es Zuschauerzuschriften, die haben gesagt, das ist doch aus Tierschutzgründen überhaupt nicht möglich, dass die Fische da ständig beleuchtet werden in der Nacht. Die müssen doch zur Ruhe kommen. Das geht doch gar nicht, ja. Und das war natürlich schon zum Piepen, ja. Also da war eigentlich so diese Abtastung auf so einer Bildplatte geboren. Man konnte irgendwas wiederholen, hatte eigentlich keinen Aufwand. Und das war eine neue Dimension. Danach, wissen wir, da kamen dann S-Bahn-Fahrten, da kam der Orbit, hier BR hatte doch ihre Space Night. Also es fing an, dass man neben dem Tagesprogramm dann plötzlich auch die Nächte füllen wollte. Und um das eben halt jetzt nicht nur mit einer Bildplatte zu machen, brauchte man ja irgendwas, was Personal, also nicht zusätzliches Personal verursacht, benötigt, sondern wo man mit dem vorhandenen Personal irgendwie den Sendeablauf aufrechterhalten konnte. Und da kam man zu diesen Sendeautomationen dazu. Das war ja das erste Mal irgendein System, was also zentral verschiedenste Player und Mischer ansteuern konnte, Sendeablaufmischer, was so eine erste Software- und Schnittstellenkompatibilität benötigte. Das war eigentlich ein Punkt neben der Digitalisierung, denn diese Sendeautomation, und jetzt brauchte man noch etwas, man brauchte Videoserver. Damit natürlich nicht, man wollte ja nicht immer mit LMSen oder mit Bändern jonglieren, sondern man wollte irgendwas haben, wo man auch mal eine Wiederholung abfahren konnte. Und das passierte ja alles, wir erinnern uns, in den 90er Jahren, da gab es dann plötzlich Videoserver. Einer der ersten seiner Art war ja der sogenannte Mediapool von BTS, ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnern kann. Dann kam der berühmte Profile von Tektronix raus und das war eigentlich der Schritt, dass man plötzlich die Sendenächte füllen konnte. Man konnte das Programm mit sehr viel weniger Aufwand fahren, man hatte aber auch mehr Programm plötzlich zum Verspielen. Ja? Aber man konnte es mit dem gleichen Personal abdecken. Man hatte aber plötzlich auch neue Technologien im Haus, da musste sich ja jemand auskennen mit Videoservern. Ich kann mich noch erinnern, wie wir hier damals mit dem IRT war das auch zusammen über EMC-Quadrat-Server überlegt hatten, ob man die einsetzen konnte. Also da ging schon viel mit Software-Kompatibilitäten einher, was irgendwie zusammenpassen muss. Dann kommt MPEG 2, Datenkomprimierung natürlich ganz wichtig, weil man konnte ja nun nicht mit 270 Megabit pro Sekunde da über den Orbit gehen, ging ja auch nicht. Also man musste irgendwie die Datenpakete, die ja im Studio nur digital war, irgendwie komprimieren und man brauchte irgendwas, um auf einen Übertragungskanal ja irgendwie das zusammenzuschieben. Und da war natürlich DVB geboren, als paketorientierte Übertragung von beliebigen Daten. Und das brachte dann natürlich den Durchbruch, dass man plötzlich in eine Vielzahl von Programmen gehen konnte, was natürlich immer auch ein Simulcast war, parallel zu der noch vorhandenen analogen Verbreitung, was natürlich auch Aufwand bedeutet hatte, aber man merkt, wie der Anspruch da eigentlich gestiegen ist. Wir hatten eigentlich ursprünglich die analoge Verbreitung, dafür war ja alles ausgelegt, Personal und so weiter. Plötzlich wurden es mehr Programme, es war eine Simulcast-Ausstrahlung, man musste diese Technologien beherrschen, die mussten supported werden, die mussten eingeführt werden und, und. Also peu à peu ist der Aufwand da an der Stelle gestiegen. Man hatte plötzlich mit Endgeräten zu tun, die ja irgendwie auch kompatibel sein mussten, vor allem wenn man darauf hinausgeht, dass man ja noch mehr wollte als nur Bild und Ton. Man wollte ja Zusatzdienste übertragen. Ich kann mich da auch 97 noch erinnern an den sogenannten Online-Kanal, so hieß er. Und da gab es Experimente mit den verschiedensten APIs, ob das nur OpenTV, MHEC, später MHP war oder eben halt ja, bis jetzt HBBTV. Und natürlich spielte der Ausbau des Internets eine sehr große Rolle, weil wenn man sich nicht mehr darüber Gedanken machen muss, dass der Rückkanal auch wirklich da war, dass WLAN alle zu Hause haben und wir nicht mehr über Modems diskutieren müssen, da haben sich eine ganze Menge Sachen gefügt in den letzten Jahren, dass eigentlich jetzt erst diese Breite da war. Aber auch hier muss man wieder sagen, alles ist ja dazugekommen.